Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir zeigen Ihnen die Karnevalseröffnung vom 11.11. KCV begrüßen euch zum 11.11.2015.
ganz herzlich. Viele haben den Weg gefunden, auch wenn der liebe Gott auch diesmal wieder mit dem Wasser von oben nicht ganz gnädig war. Aber wir sind schon froh, dass es nicht in Strömen geregnet hat. Der GCC möchte das Prinzenpaar vorstellen für die Saison 2015-2016. Das ist ihre Lieblichkeit, Jana die Erste. Und unser Prinz Ricardo der Erste. Und auch das Prinzenpaar des GCC, ein dreifaches Kreisterb. Schab! 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 Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von uns vom Kreisterberg Karnevalverein. Auch wir starten in wenigen Minuten in unsere neue Session, in unsere Jubiläumssession, 55 Jahre KCV. Also die 55. Session mit unserer Prinzessin Caro die Erste. Und Steve der Erste. Und auf unser Prinzenpaar ein dreifaches Kreinstab. 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 Der GCC und der KCV, wir haben es unterwegs schon allen erzählt, die an der Straße mitstanden, werden wieder mal die Geschäfte hier im Rathaus übernehmen. Und es wird auch Zeit, dass wir die Narren für diese Saison hier wieder einziehen, damit wieder Fröhlichkeit, Freude und Alkohol ins Rathaus kommen. Zur Einstimmung auf die fünfte Jahreszeit möchte ich heute ein Gedicht vortragen, das eigentlich alles beinhalten soll, was wir zuvor haben. Im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen, beginnen die Narren wieder mächtig zu knallen. Gezielt, gekonnt und mit viel Hallo hört man sie hier und anderswo. Und ist der Herbst auch noch so wild, bestimmt die Narren jetzt, ab jetzt das Straßenbild. Ich bin sehr froh, hier oben zu stehen. Als Stadtpräsident hat mich so noch keiner gesehen. Ich habe jetzt Macht und wie ihr wollt, regiere ich jetzt selbst das Rathausvolk. Ihr wollt den Schlüssel, ich gebe ihn her. Ich werde das Amt niederlegen und hoffe, die Prinzessinnen werden mich gut pflegen. Naja. Nun lasst uns trotzdem feiern und lustig sein. Das Rathaus lädt uns alle ein. So feiern wir, ob Mann, ob Frau, mit Schabföhr und dreimal Kreinsdörp. Helau! 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 Oma! Liebe Närrinnen und Narren, wir haben also die Macht hier in Grevesmühlen für unser närrisches Treiben übernommen. Ich möchte auf unsere Veranstaltung am 21.11. im G-Haus im K2 unter Regie des GCC hinweisen. Thank you.
machen Sie gerade nochmals ein dreifaches Kreinsdörf. Sharp! Bäh! Sharp! Bäh! Sharp! Bäh! Ich stelle euch die schmucken Mädels mal ganz kurz vor, denn sie haben es verdient, dass sie auch vorgestellt werden. Isabel Tahil. Nancy Tiede. Johanna Brandt. Sarah Michelle Neumann. Miriam Janke. Vanessa Plate-Ewe. Lara Milz. Laura Sophie Katz. Euer Applaus. Ja, wir möchten auch einen kleinen Kostprobe geben von unserem Programm. Wir sind in der glücklichen Lage, ausverkauft zu sein. Ich sage das so gerne, weil das nicht so oft so ist. Wer also das Programm sehen möchte, muss sich am besten ziemlich schnell die Karten sichern für den 23.01. Da werden wir dann unseren Fasching feiern und die Karten sind noch nicht weg. Gut, wir möchten unsere Garde zeigen. Bitte mal, oh, Aufstellung haben Sie schon genommen? Kann losgehen. Schünemann, Anja Sievers, jetzt muss ich gucken, Nicole Parakenings, Emma Knauf, Lina Robst und Sarah Bojanowski. Vielen Dank an unsere Garde, die Juniorengarde gibt es dann als Zugabe im kleinen Saal, im Luise-Rotter-Saal. Vielen Dank an unsere Garde. Auf euch nochmal ein dreifaches Kreinsdörf! 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 Zuschauer, das war's für heute. Tschüss.